Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu Headball, einem Spiel, was vermutlich jeder mal... Oh Gott, das ist, glaube ich, der direkte Programming, den ich hier spiele. Das ist ein Spiel, was wahrscheinlich jeder mal in seinem Leben gespielt hat. Ich spiele gegen Player 502-0. Oh mein Gott, nein, du Sau. Ah, das hast du komplett verkackt. Ich muss, glaube ich, nicht viel erklären. Ihr kennt die Regel, man ist ein kleiner Charakter. Ich bin links, mein Gegner ist rechts. Das ist quasi auch ein Deutscher, den ich gerade spiele. Man kann den Ball hoch und flach schießen. Man kann springen, man kann sich bewegen. Man kann Superkräfte aktivieren, wie beispielsweise das hier. Und dann auf jeden Fall... Oh, nein, das war schlecht. Ja, wichtig, 3-0 für Bensonheimer. Aber jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, man kann hier sich den heftigsten Fußballspieler aller Zeiten kreieren. Macht man aber nicht, ne? Weil kostet natürlich für Packs, muss immer öffnen. Wir werden das heute machen. Wir werden das heute machen. Für jedes Tor gleich öffnen wir ein Pack. Öffnen wir einmal das Glücksrad und schauen, was wir kriegen. Der Typ nervt hier irgendwie. Ja, das du kannst höher springen als ich, ne? Aus dem Weg 6-0 für mich. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen zurückhalten mit den... Mit den Toren, Leute. Weil... Ah, der macht Stress. Er hat auf jeden Fall den gleichen Noob-Startcharakter wie ich. Ah, verdammt. Oh, Alter. Oh, Na, das kannst du vergessen. Ich schlage ihn. Ui, ui. Oh, verdammt. Oh, okay, Hammer. Und er macht ein Eigentor. Ah, okay, schade. Als ob ich jetzt direkt 8 Packs öffnen muss. Wieso ist denn der so schlecht? Mann, ey. Diese Handyspieler hier immer. Rein. Ah, wusste ich das. Der hat früher schon immer geklappt. Der Flache, wenn sie am Springen sind, wie verrückt. Oh, das könnte jetzt eine Butze werden. Nein. 9-0. Oh, das wird ein teures Video. Ich sehe das schon. Weiterhin ungeschlagen. Wir haben 2 Siege, 0 Niederlagen, 0 Unentschieden. Wir sind hier noch in der Bronzeliga, aber bald steigen wir auf. Ich habe so viele Tore gemacht, ey. Oh, Mann. Okay, wir kriegen Level Up. Ja, nicht ganz, schade. Kriegen ein paar Gemaronis. Damit ist meine Speicherbox auch voll. Und wir kriegen einen Bonus. Blub. Nice. 9 Pakete sind es also. Paket Nummer 1, das legendäre Päckchen. Man kann Spieler ziehen. Ich zeige euch das. Also, das ist eine Fähigkeit. Ich kann jetzt quasi auf diesen Charakter ihm mehr Sprungkraft geben. Den haben wir aber auch noch nicht, also noch nicht so wild. Das ist Größe für unseren Charakter tatsächlich. Den haben wir sogar. Das ist der Charakter, von dem ich euch gerade erzählt habe. Nochmal. Oh, das ist Peter Cech, der Torwart. Falls ihr euch ein bisschen mit Fußball auskennt, war der sehr berühmter Torwart auf jeden Fall gewesen. Das ist, Aviator. Das sind immer echte Fußballspieler auf jeden Fall. Aber wer das ist, kann ich euch mal ein bisschen nicht sagen. Aviator sieht anders heftig aus auf jeden Fall. Das wäre schon cool, wenn wir den Charakter kriegen. Das sind Disco Spike. Das sind Schuhe. Plus 6 Schusskraft. Man muss die aber immer mehrmals ziehen, damit man die ausrüsten kann. Hier seht ihr das. Guckt mal hier. Den haben wir. Ja, okay, da brauchst du halt die Schuhe. Ah, die Schuhe hatten wir fast. Aber wir haben noch mehr Packs. Let's go. Ich drücke die jetzt hier einfach mal schnell durch, ne? Weil das ist hier... Okay, warte. Jetzt die Schuhe haben wir auf jeden Fall. Die Schuhe haben wir safe. Skelettenman, was ist das für ein krasser Charakter? Okay, die Schuhe haben wir. Nice. Disco-Brille haben wir ein paar Mal gezogen. Aviator haben wir auch zur Hälfte bisher. Wir haben auf jeden Fall sau oft... Oh, der Kriegsbär. Was ist das denn für ein gestörter Charakter? Alles Legendary hier übrigens, ne? Wir ziehen nur Legendary Packs. Jetzt kommt ein seltenes Paket. Let's go, Abfahrt. Robert Ing, Speedy Woody. Jetzt kommen natürlich andere Spieler, ne? Aber auch geile Budletten. Oh, wenn wir noch ein Pack haben, dann sollten wir... Oh, das ist Salah von Liverpool. Da kenne ich doch sofort. Das ist... Boah, wer könnte das sein, ey? Boah, keine Ahnung, Leute. Aber wir machen weiter. Wir haben Salah freigeschaltet. King Striker. Sehr, sehr geil. Was passiert, wenn ich jetzt den noch mehr ziehe eigentlich? Hä, 2 von 3? Warte mal, ich habe den doch jetzt richtig oft gezogen. Ah, jetzt kann ich den verbessern vom Level her. Stimmt. Ah, okay. Ja, Speedy Woody. Oh, ja. Ey, die werden den gleich direkt durchverbessern. Das wird ja komplett overpowered. Wartet mal. Dazu gehen wir jetzt in unseren Charakter rein. Wir verbessern also unseren King Striker Charakter. Für 1000 Gold. Okay, dann geht der von 10,5 Stärke auf 11 Stärke. Ja, geh mal rein. Alter! So sieht der auf Stufe 6 aus. Was ist das denn? Das ist ja komplett krank. Okay, wir haben 12 Karten, 3 brauchen wir für ein Update. Wir gehen rein. Da verbessern sich die Werte so ein bisschen. Ach, der ändert sein Aussehen jetzt auch direkt. Hat er sein Aussehen verändert? Ja doch, der hat diese Kappen hier dazu bekommen, ne? Okay. Na, Level Up. Nee, wir können aber nochmal verbessern. Wir haben genug Gold, wir haben auch genug Karten, wir gehen da nochmal rein. Mal sehen, wie er jetzt aussieht. Färbt sich jetzt der Bart schon? Was kriegt er dazu, Leute? Ich erkenne ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob der wirklich anders aussieht. So,
Jetzt haben wir nicht mehr genug Karten, das heißt, das war's mit Updates. Aber wir haben ein Level-Update vom Account bekommen auf Stufe 4. Das sind die Belohnungen, die wir kriegen. Nice. Wir haben ja aber nicht nur, warte mal, ist der Spieler besser? Nee, der hat 11,8. Boah, der ist auch krass, ne? Warte mal, was hat dieser Aviator, den wir da so oft gezogen haben? Hier, Legendary. 24,8. Den brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen noch eine Menge Tore schießen. Der muss in unser Team. Der ist ja komplett gestört. Okay, dann geben wir dem mal jetzt verschiedene Sachen. Trikot haben wir nicht. Schuhe. Schuhe kriegt er die Legendary-Dinger. Alter, das gibt plus 6 Schuss, ne? Der sieht ja brandgefährlich aus. Einen Hut haben wir leider nicht. Eine Brille haben wir leider auch nicht. Und einen Schwanz haben wir leider auch nicht. So, okay, dann machen wir weg. Und let's go ins nächste Spiel. Nächstes Spiel, wer ist unser Gegner? Torben Haas FX hat 4-mal verloren und 0 entschieden. Na, weiß ich nicht. Ob das jetzt hier... Ah, wir spielen mal von rechts. Ob das jetzt hier ein geeigneter Gegner ist oder ob der nicht eine komplette Klatsche kriegt. Junge, es bleibt direkt die... Ey, nein. Das ist... Ja, komm, du bist komplett verloren. Also weiß ich nicht, quitt am besten. Das macht ja alles auch keinen Sinn mehr. Und... Ah, wir gehen aber offensiv, weil wir springen höher. Bam, rein. Ich kann ihn mal einfrieren, wartet. Eingefroren und drüber geschossen. Nicht, dass ich es jetzt gebraucht hätte, aber... Warte mal, kann ich auch Emojis machen? Kann ich den irgendwie provozieren so ein bisschen? Ah, ja, das spielst du da super, dein Guter. Ist ein super Ding. Ja, ja. Leute, dadurch, dass ich jetzt einen besseren... Ich habe meinen neuen Charakter gar nicht ausgewählt. Fällt mir gerade auf, ich habe nur die Schuhe. Oder nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, gar nichts ausgewählt. Ich bin ja ein kompletter Versager. Wozu spiele ich überhaupt? Und ich habe gerade ein Tor bekommen, weil ich mich so konzentriert habe. Ey, wir haben 10 Tore. Ich kann doch nicht 10 Pakete öffnen. Leute, das ist ja... Das Video wird komplett eskaliert. Verdammt. Das war's, Leute. 11 Tore. Oh, das tut weh. 11 Tore. Okay, da müssen wir jetzt wirklich mal gucken, wie wir die Pakete kaufen. Das wird jetzt ziemlich teuer. Wir gehen mal mit dem legendären Paket rein. Let's go. 11 Pakete. 11 Pakete, Alter, die 1. Ich will auf jeden Fall diesen Aviat Space Soldier. Der sieht ja brutal gefährlich aus. Oh, ja. 10 mal den Aviator. Das war sehr, sehr geil. Den sollten wir jetzt freigeschaltet haben eigentlich. Lass mal gucken. Nee. Wir brauchen noch 10 Mal, das müssen wir uns merken. 10 Mal noch, okay. Nicht vergessen, 10 Aviatoramentes brauchen wir. Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damit haben wir den Aviator freigeschaltet, Leute. Sehr, sehr wichtig. Ach, ich hätte sogar noch 9 gebraucht, siehst du? Sehr, sehr wichtig. Boom. Jawohl, unser erster legendärer Spieler. Plus die Brille haben wir direkt auch voll. Ist ein super Ding. Es fehlen aber noch 9 Packs. Okay. Da haben wir jetzt einen sehr, sehr geilen Spieler. Würde ich aber sagen, holen wir uns 9-mal ein Kostümpäckchen für so Schuhe, Trikot, Brille. Let's go. Paket Nummer 1. Was kriegt man da so raus? Ein Hut. Melonenhut. Okay. Ein Cowboyhut. Eine Brille. Das war's. Oh, den Cowboyhut haben wir jetzt freigeschaltet. Selten. Ein Halo. Ein Heiligenschein. Was gibt denn das? Das ist Schuss. Das ist... Boah, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist Sprungkraft? Nee, das ist... Boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was diese Werte sind. Es gibt Schnelligkeit, Schuss, Sprungkraft und noch das vierte. Wir gehen mal da rein, Leute. Wir haben noch ein paar Packs vor uns. Ah, guckt mal, ein Skorpionschwanz. Ah, da sind wir jetzt schon näher an der Sache. Und wir haben die Schuhe. Die brauchen wir aber nicht. Wir haben schon bessere Schuhe. Aber, ach, das ist ein Trikot, Disco-Jersey. Boah, das Trikot wäre krank, ne? Aber uns fehlen noch 10 Dinger davon. Vielleicht ziehen wir es ja jetzt. Man zieht aber, wenn, dann glaube ich immer nur 1. Ah, nee, guck mal, 2 oder 3 haben wir gezogen. Boah, wir brauchen noch 8 bei diesen Dinger, das wäre geil. Wir brauchen den Skorpionschwanz 2-mal. Ja, freigeschaltet. Und 2-mal freigeschaltet, back to back beide. Boah, das Ding ist aber auch wild, ne? Das ist eine Brille, glaube ich. Alter Schwede. Beides freigeschaltet, geil. Jetzt machen wir den Paketen, ich habe den Überblick verloren, das sind doch zu viele. Aber wir haben einen kompletten kranken Charakter, passt mal auf. Wir aktivieren unseren ersten Legendary, wählen. Uff. Wir können ihn leider nicht upgraden, aber es ist nicht so schlimm. Er hat Stärke 26. Wir gehen von 13 auf 26. Unser guter Mann braucht jetzt ein Trikot. Das Legendary-Trikot geht plus 6 Sprung. Ja, ein paar gute Bootletten. Da haben wir aber schon die besten, oder? Die geben plus 6 Schuss, die geben plus 2 Schuss. Ist Quatsch. Hut. Hut haben wir hier. Gibt plus 3. Größe. Oha. Aber es gibt da so kranke Hüte. Guck mal, ich spule mal hier nur durch. Alter. Oh, yo. Warte, das geht aber noch krasser. Das ist der krasseste Hut im Spiel. Alter, was? Ja, okay, weiß ich jetzt hier nicht, ey. Das sieht ja komplett krank aus. So, Brille. Was haben wir für eine Brille? Da haben wir eine Legendary-Brille. Die hier nämlich. Aha. Boah, die boostet heftig. Guck mal, alle Werte. Ausrüsten, Rainer. Und den Skorpionschwanz. Der gibt auch nochmal 3 Tempo.
Alter, wir sind komplett overpowered, Junge. Wir sehen so brandgefährlich aus, ne? Wenn ich jetzt nochmal 11-0 ge... Nein, der sieht gefährlich aus, aber der hat Arsch für die Niederlagen in Folge. Das schaffen wir schon, Leute. Das schaffen wir schon. Direkt mal einschüchtern mit einem Großen. Direkt mal ein Einschüchterungsding. Okay, das Tor hätte ich doch so gemacht, glaube ich. Oh Gott, er macht auch den Move. Hä, er hat ja komplett verkackt. Was war das denn? Und Tor. Ja, das war ja ein kompletter Anfängerfehler. Oh nein, Leute. Es wird wieder ganz gefährlich. Und da ist ja fast jedes Ding drin bei dem. Und Tor. Bam. Und Tor. Ja, ich springe halt höher als er, weil ich den besseren Charakter habe. Wobei, Seider sieht schon auch sehr gefährlich aus, muss ich sagen. Oh nein, 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 Garabadibamba. Ah, kriegt man ein Gegentor. Schade. Aber es wird auf jeden Fall ein neuer Rekord. Jetzt steht schon 10-0. Nein. Junge, wie meine Zuschauer direkt buhen. Was ist das denn? Ich habe 11 Tore gemacht. Seid mal ein bisschen zufrieden hier mit eurem Starspieler. Der hat schließlich auch eine Menge Geld gekostet. Der wäre Ablösesumme hat der gekostet, Mann. 15 Tore, Leute. 15. Wir steigen auf in der Amateurliga, Leute. Sind Platz 4 schon. Wer ist noch vor uns? 11, oh, der hat auch 11-0-0, ne? Kann ich den rausfordern? Ich will gegen den spielen. Aus der Türkei kommt der. Komm ran, Alter. Guckt euch seinen Noob-Charakter an. Die würden mir anders auseinandernehmen. Aber geht leider nicht. Schade. Wir haben einen Torkorb freigeschaltet, weil wir... Ah, jetzt kann ich was random. Bitte. Achso, ich krieg alle. Okay. Na ja, gut. 4 Diamanten weiß ich nicht. Das bringt mir bei den hunderten Packs, die ich jetzt ziehen muss, auch nicht viel. Stufe 5. Spieler des Spiels. Erfolg freigeschaltet. Was ist das denn jetzt hier? Kostenlos spielen. Warte. Oh. Spieler des Spiels. Chance auf Megapacks und 500.000 Gold. Okay, ich muss 3 Spiele spielen. Das ist so eine Art Turnier. Oh, da wird ein Schwitzer-Gegner sein. Also gehen wir erstmal die Packs rein. Aber das Ding ist, ich kann mich gar nicht mehr so krass verbessern jetzt eigentlich. Ich müsste halt Level 10 mal hitten, ne? Wir haben halt noch nie so ein Paket gezogen, ne? Enthält nur legendäre Karten und Fähigkeitskarten sind krass, weil wir haben für unseren Charakter noch gar keine Fähigkeitskarten. Da gehen wir mal rein, Leute. Das ist aber abnormal teuer, ne? Das sind 6 Legendary-Pakete. Wir gehen rein. Das zählt halt 6 Pakete, ich sag's euch. 100 Karten sind da drin. Na, wir brauchen unseren Charakter. Ja, Aviator plus 2 Schuss, aber noch mehr am besten. Plus 10 EP. Ah, da ist er vorbei. Aber vielleicht kommt er nochmal. King Striker, nee. Ah, mal 26, den Robot. Okay, das ist krass. Okay, das ist komplett OP, das Pack. Wir haben beide Charaktere freigeschaltet, ne? Und hier können wir auch ein Level abmachen. Boah, Leute, wir werden so... Oh, Junge, wir können nicht nur ein Level abmachen. Ich sehe mich dann nochmal in dem Pack. Das Pack hat mir gefallen, Leute. Dann sind wir auch durch mit dem Spiel. Und können uns in das Turnier stürzen. Okay, plus 2 Tempo, wichtig. Plus 2 Größe, wichtig. Komm nochmal den Aviator, bitte. Die anderen benutzen wir nicht. Plus 4 Tempo, wichtig. Okay, und jetzt wollen wir diesen einen Legendary-Charakter, den wir noch nicht haben. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Space Soldier? Nee, das ist er aber, glaube ich, nicht, oder? Oder war er das? Ich habe auf jeden Fall viel zu wenige bekommen. Mit 25 werden wir den Charakter nicht bekommen. Was ist ein Dreifachtor für eine Fee? Das könnte reichen. Oh mein Gott, wir haben den Space Soldier. Der ist zwar von den Werten her schlechter, aber ich habe arsch viele Bonuskarten für den. Oh, 83. Nee, okay, Aviator ist es. Das ist unser Mann. Wir müssen da loyal bleiben, Leute. Zuerst mal verbessern wir. Wie sieht der Endstufe aus? Uff, okay. Sehr wild, wir verbessern. Ja, Stufe rein. Wir können aber oft verbessern. Wir haben nämlich immer noch 76 Karten. Oh, das wird jetzt, wir werden das Turnier komplett durchrocken, ich sag's euch. Aber wir haben, glaube ich, gleich kein Gold mehr. Verdammt, wir haben kein Gold mehr. Es reicht nicht für Stufe 4. Ah, Fähigkeiten, so, was haben wir hier, Leute? Nehmen wir Größen. Wir haben halt alles. Größe, Schuss, Tempo. Na, Boost finde ich Quark. Wir haben Größe, Schuss oder Tempo. Ich glaube, Größe ist wirklich am OP-sten. Also nehmen wir plus 2 Größe. Let's go. Mit jeder Charakterstufe schaltest du eine Fähigkeitsstufe frei, wo du quasi jetzt eine Fähigkeit reinmachen kannst. Wir können jetzt noch machen Schuss oder Tempo. Plus 4 Tempo, da haben wir eine bessere Karte. Nicht nur plus 2, also nehmen wir die mal rein. Wir gehen rein in die erste Partie. Ins Turnier, Leute, mit unseren... Was ist das denn jetzt? Ich habe das noch nie gemacht. Spieler des Spiels. Wähle eine der 4 Karten, die bei jedem Schritt erscheinen und erhalte so die Chance auf zusätzliche Überraschungspreise. Okay. Die nehmen wir. Ganz links. 150 Gold. Ich verstehe. Okay, das hat gar nichts mit Spielen zu tun. Es gibt immer eine rote Karte und wenn du die hittest, bist du raus. Und du kannst quasi deine Preise so sehr stacken, wie du willst. Und wenn du 5 hittest, dann kriegst du den Jackpot.
Und wenn du halt 40 hittest, kriegst du... Also, ne, ist klar. Kein Rot. Okay. Ah, jetzt verstehe ich das. Und... Oh, jawohl, Paket. Jetzt haben wir den ersten Jackpoint. Wir machen auf 10, oder? Nein. Scheiße. Alles verloren, Leute. Wir drehen am Glücksrad. Let's go. Mal 10. Okay, ja, okay. Ich drehe. Let's go. Aber das sind halt so Pakete, ne? Ein Fähigkeitspaket. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Let's go. Was kriegen wir? Großer Kopf vielleicht oder so? Ah, das sind für Spieler. Ja, war auch nicht für den Spieler, den ich spiele. Das heißt, das war komplett sinnlos. Mal sehen, ob wir jetzt einen dicken Gegner kriegen. Dann hab... Boah, der sieht gefährlich aus, aber auch jedes Game verloren, ey. So, der sieht sehr ähnlich aus zu uns, ne? Okay, kriegen wir aber hin, kriegen wir hin. Und Tor. Das, Junge, ich hab so einen OP-Charakter. Hab gesehen, wie... Hey! Junge, wie schnell die schützen. Nein, das wird ein 20-0 oder so. Das wird safe ein 20-0. Da ist ja jeder Schuss drin. Nein, 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 das ist ja Quark. Ob ich auch offensiv gehen kann? Irgendwie so mäßig? Oh, oh, das ist nach hinten losgegangen. Und Tor. Ich wusste, er ist so weit vorn gewesen. Zack. Und Tor. Hey, Tor. Ich kann einfach höher springen, kann nichts dagegen machen. Es steht 12-0 und ich habe noch 36 Sekunden, Leute. Oh Mann. Was macht denn der da? Rein das Ding. 13-0. Ja, der würde ich auch heulen, mein Guter. Oh, der war fast drin. Und Tor. Oh, ich habe verkackt. Jetzt aber Tor. Ey! Nein, 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 nein. Profispieler, da sehe ich mich auch. 15 Tore. Boah. Ey, wir haben ein neues Stadion freigeschaltet. Da spielen wir nicht mehr auf dem Dreckplatz, weil wir 800 Fans haben, sondern so in so einem kleinen Background-Stadion. Ja, das ist nice. Mein Charakter ist schlafen. Er hat keine Energie mehr für den heutigen Tag. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ja. Abonniert den Kanal kostenlos, um mich zu supporten, keine Episode zu verpassen. Wichtig auf jeden Fall. Einfach ein Klick. Boom. Ja, bis morgen, euer Benson. Ciao.